Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Seko und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es wieder ein SPÖ, Jungs, ja. Der Seko ist halt seit 3 Tagen Daily Upload. Ich hoffe, morgen kommt auch ein Video online. Ich habe richtig Bock. Ich bin gehypt auf FIFA 23. Unter anderem der Renato Sanchez ist am Start. 96er Karte bekommen. 18.08.97 geboren. 5-Sterne-Spiel-Timing, 4-Sterne-Schwarm, sieht auf jeden Fall nice aus. Nice aus, ja, wie mein Partner heute. Max, was geht? Junge, also das war ein Übergang. Ich sag dir ganz ehrlich, eine 11 von 10, Jungs. Renato hat eine Karte bekommen. Renato Sanchez, super, sage ich dir ehrlich, eine 96. Also ich glaube, die Goldkarte war immer schon OP. Die kannst du jetzt einwechseln, auch am 28.08. kannst du den immer noch Gold einwechseln. 80er, Jungs, macht immer noch seinen Job. Und jetzt einfach eine 96, Junge, PSG, geisteskrank. Jungs, weißt du was? Also guck mal, ich spreche dich ganz genau an. Geisteskrank wäre auch, wenn du jetzt liken würdest, ja? Einfach mal die 1000 Likes, Jungs. Ja, auf Ehrenbruder-Basis. Kommentiert einfach, ob ihr FIFA-Dings gehypt seid. Unter anderem gestern kam ein Vlog online. Jungs, checkt auf jeden Fall aus. Ich würde mich richtig freuen. Bei Max haben wir auch was gesehen. Auch auschecken. Und wir gehen jetzt rein. Let's go, ich halte rein. Perfekt, wir gehen rein. Ich sitze aber schon im Raum, pass auf. Was hast du noch geschrieben, die vorne oder Mittelfeld? Ich habe geschrieben Mittelfeld. Okay, machen wir die beiden ZMs, genau. Okay, werde ich mal ganz kurz dann den Renato Sanchez kurz wechseln. Also pass auf, linker ZM wird bei mir eine Hero-Karte vom guten Cole. Da weiß irgendwie keiner, warum der da League A irgendwie Vergangenheit hat, weiß ich auch nicht. Ja. Und Bernardo Silva rechts, ja. Ja, also ich habe einen Brasilianer, das ist der Paqueta und Deco habe ich am Start, ja. Kannst du behalten. Die Weihnachtsdeco, ja. Und, ich halt mal rein. Und Freunde, die immer unten in den Kommentaren schreiben, Seko, besorgt dir mal ein Board, Seko, besorgt dir mal einen Stift. Jungs, ja, 20 mal reinschreiben jeweils. Ja, Jungs, ich habe einen Stift gefunden, schreibt doch. Ist okay, man sieht's, oder? Ja, die gerade haten, die könnt gerne jetzt auch schreiben. Ansonsten, ja, mein Freund, kannst du gerne reinhalten, ne? Jo. Ja, alles spielt auch, Jungs, PSG 1-1. Neymar hat gerade getroffen per Elfmeter. Apropos Neymar, ja? Nehmen wir auch den Neymar, ne? Seine Flashback-Karte. Oh, ja. Nee. Und wir haben auch einen Mbappé am Start. Nee, als ob du wirklich mit PSG direkt gehst. Ich glaube das nicht. Nämlich die habe ich beide einfach. Es ist so geil, Mann. Pass auf, Bronze-Stürmer vorne rein. Also Bronze-Keeper in den Sturm so rum und links machst du einen normalen Bronze hin. Okay, let's go, go, go. Ich dachte, wir sind so ein bisschen Freunde oder sowas. Ja. Also Jungs, Max und ich, wir haben Beef, ja, nach dem Video. Damit ja, absolut, ja, absolut. Distrack kommt. Hola, que tal, Jungs? Rechte Seite bei dir. Ich sag ehrlich, wenn du wenn du den hier gemacht hast, wirst du den safe spielen, sage ich ehrlich. Wenn ich den gemacht habe, werde ich safe spielen. Ich habe einen Spieler tatsächlich gemacht, aber ich fange mal so an. Erstmal auf der rechten Seite haben wir den Garrincha Moments, ja. Ja, den habe ich gemacht tatsächlich. Ich hoffe nicht, dass du den aufgeschrieben hast. Das ist der Jesus, mein Freund. Und in der Mitte Paqueta dann. Jungs, ich glaub das nicht. Nein, Bro. So, pass auf. Ich war in der Premier League natürlich. Mohamed Salah, Kevin De Bruyne und vorne im Sturm von ehemals Man City. Aber der spielt jetzt auch noch da Haaland. Perfekt. Ja, hast du Haaland? Hast du? Ja, ich hab Haaland. Hast du Haaland? Haaland. Junge, ich dachte mir schon, okay, hältst du es weg. Ja. Soll ich halt rein. Ja, pass auf. Also wenn ich mit dem Stürmer spielen darf, sage ich ja, ich sitze ich nur mit dem Grinsen in-game da. Wissam Ben Yedder, den habe ich noch nie dieses FIFA gespielt, Jungs. Noch nicht einmal. Und jetzt ist es Zeit dran. Auf der rechten Seite wird es dann einmal der gute Garrincha, wenn ich den irgendwann nochmal finde. Ich glaube, der sitzt genau da unten auf der Bank. Der hat noch eine Posting gemacht und links wird es Terdion. Ich habe Mbappé oder A geschrieben. Ja, super. Ginola und Figo. Nee, Mbappé. Ich hab Mbappé geschrieben. Mbappé. Wir machen dann weiter. Die beiden Außenverteidiger. Super. Ich schwöre auf alles, ihr habt so Augen gemacht. Und mein Schiff schreibt nicht mehr. Aber man sieht es trotzdem, glaube ich. Ich hab alle am Auge gemacht gerade im Video. Alle. Danke. Kannst du. Ich sehe übrigens gerade dieses dynamische Bild von Sanchez ist noch nicht da, ne? Irgendwie. Nee. Also, das wird bestimmt noch aktualisiert, Jungs. Ja, perfekt. Gehen wir mal rechts mal rein. Ein guter Spieler ist lange schon im Spiel. Nelson Semedo hat aber immer noch okay Stats. Und links auf ganz entspannt Team of the Season Nuno Mendes. Amavi und Alves. Ja, kannst du behalten. Oder? Jungs, das läuft wie ein Länderspiel heute. Und jetzt, pass auf, eine besondere Kombo. Besondere? Ich habe auch was Besonderes. Und zwar die beiden Spieler,
ja, kommen von wem? Ja, diese, genau diese Mannschaft. Real Madrid. Einmal Valverde und auf der linken Seite haben wir den Marcelo. Digga, das war's ja mal komplett. Ich bin einfach zweimal mit Mondes gegangen. Also rechts Mondes, links Mondes. Nämlich Nuno Mendes und Thiago Mendes. Ja, super, ne? Danke. Digga, ich bin verwirrt. Ich bin also verwirrt. Jungs, ich bin verwirrt. Letzte Dings hier jetzt hier, ne? Runde. Zwei Innenverteidigung, Keeper. Und ich sag mal so, ich treffe jetzt einen Keeper. Ja, das mache ich jetzt. Das mache ich. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Grande Finale. Schneiden Sie sich an. Es wird sehr, sehr wild, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, ja. Es wird wild. Mal sehen, was du so aufgeschrieben hast. Ich wette mit dir, aber die zwei Spieler nicht. 100% nicht. Weil auf der rechten Seite haben wir den Arau erstmal. Und dann in der Mitte, also im Tor, Neto, ja, und Marquinhos. Militao, Courtois, Marquinhos. Hola, mi gente, golo acerde. Meine lieben Nitos, wir sind back. Noch ein Bronze, ein Bronze-Ifo nur rein, aber ja. Ich halte rein, komm. Ja, machen wir das mal, pass auf. Es spielt ja gerade PSG und Real Madrid, deswegen habe ich mir mal gedacht, mache ich da mal irgendwie ein bisschen was Aktuelles. Ich gehe einfach mit Real Madrid mit einem... Ich wollte erst Rüdiger nehmen, Jungs, ich hatte aber keine Zeit mehr für die SBC, deswegen bin ich mit Courtois, Eder Militao und David Alaba. Rüdiger, Alaba, Courtois. Bam! Ich habe gesagt, ich werde deinen Keeper snipen, mein Freund. Bitte sag mir, dass das nicht stimmt. Courtois, Alaba, Rüdiger und im Tor... Stürmer, Bronze, Abfahrt, let's go. Ich werde jetzt rasieren. Ich gewinne das Ding. Wenn nicht, dann rasiere ich mein... Nein, nicht rasiere ich mein Bart, aber... gerade ist was passiert auf Max' Kanal, deshalb will ich jetzt nicht so viel hier hypen. Jungs, wir gehen rein. Let's go. Zack, in die Mitte und Abschluss suchen. Hab ich? Ah. Oh mein Gott, du hast den Augenkeeper drin, das war so wichtig. Geh, mein Freund. Geh. Geh. Oh. Nervös gemacht, super. Ganz einfacher Fußball. Pass hinten raus, Mittelfeld, Sturm, zack, fertig. Renate ist da. Weite. Digga, ich hatte den einfach schon. Ja, und das Tor sehen wir auch jetzt. Jawohl, 1-1. Da ist der Alan. Alan, Bronzestürmer. Robert. Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, warte mal. Also, Jungs, ich habe das Tor ja gerade gemacht, aber ich habe selber Schmerzen. Ne? Ich habe wirklich Schmerzen, habe ich ehrlich jetzt. Ja, Ritsche, lauf. Tempo. Ja, machst du gut. Oh, yeah. Garincha, ui, Garincha. 2-2, let's go. Gleich klingelt's. Ich glaube, gleich klingelt's hier, ne? Ja, genau. Was sind das für Tore, Mann, was du da machst? Also man könnte wirklich meinen, irgendwie, ich hätte hier was von EA Sports gerade, wo ich gerade draufklopfe und irgendwie das als gute Puppe oder so behandle. Ich weiß es nicht. Es ist einfach, es ist der Wahnsinn. Es ist Tempo. Was willst du denn gegen, was machst du denn da gegen den Bronze-Keeper nochmal hin und her? Ich bin so ein Holzkopf. Oh, er kommt durch. Ey! Ich sag dazu nichts mehr, Angst. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Oh. Was ist das für ein Pass hier? Ich krieg. Komm, geh, Garita. Tempo, Ressource, allein. Ja, nee. Digga, das ist so ein Scheißspiel. Ja! Digga, und dann so ein zentrales Ding, ne? Ich schwör's dir. Ja! Ich jetzt eine 1 Kassierung, sage ich ganz ehrlich, dass ich mir EA Sports ganz groß au, alles gut. Wir machen weiter, wichtig. Ja, ein Discard immerhin, Jungs. Egal. So, du kannst gerne starten. Ein Discard. Oh Gott, ich war gerade sogar auf 2 aus wegen. Ja, alles gut, Jungs. 90 Minuten, lassen wir mal sein. 4-4-2 hat's, ne? Genau, 4-4-2, Bro. Eine Position, ich entscheide mich mal für meinen Man of the Match, den ich gerade vergessen habe. Ich glaube, der beste eigentlich bei mir war Ben Yedder oder ich nehme mal Renate, rechter ZM, wo du den hattest. Oh ne, linken. Ist egal, ich nehme rechter ZM einfach.
Ah, zum Glück weiß ich, wo der Renato Sanchez war. Ich glaube links, ich wollte eigentlich links erst nehmen. Ja, ja, links Renato Sanchez, ich habe einfach gelassen und rechts Lucas Paqueta, mein Freund. Ich bedanke mich herzlich. Dankeschön. Den rechter ZM, ne? Richtig, oder? Ich sag gar nichts mehr hier. Ich sag hier gar nichts mehr. Warte mal, war rechts ZM, oder? Nicht, dass jetzt ja, ich sag okay. Ja. So, rechts ZM kann man direkt die Abschluss in den Lucas Paqueta. Digga, das so, ist Jungs. Skandal. Das ist Skandal. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Der Renato Sanchez ganz jüngstes Jahr abgeschlossen. Die 88er Team und 87er oder so. Macht euch auf jeden Fall Renato. Unter anderem, lasst ein Like da, lasst ein Abo oder kommentiert ruhig, Jungs. Ja, checkt auf jeden Fall die Folge von Max auch raus. Und gestern kam auch ein Vlog. Gerne auch rauschecken. Danke für eure Unterstützung. Und wir sind dann raus. Ciao, ciao.